Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Gigamercs. Ich gucke gerade mal da oben. Gehen trotzdem als Burg rein. Oh, wir haben das Neue. Welcome to Nova. Wir nehmen das Neue auf jeden Fall mit. Fliegende Einheit, Fernkampf. Okay, nicht schlecht. Universalschaden. Krass. Was nehmen wir dafür raus? Ich würde sagen, ich nehme die Wurzelqualle raus. Das klingt schon sehr fett. Ja, armer Lukas mit dabei und sein Kumpel. Das heißt, wir sind zu dritt. Ich mach einen Crawl Shard. So, damit ich die Worker gleich von Anfang an habe. Eine Aufwertung rein und gut. Und dann können wir uns mit den neuen Teilen einfach mal ein bisschen beschäftigen. Oh, da ist auf jeden Fall schon mal eins am Start. Hier. Es könnte gut ein Bosskiller sein, wenn man überlegt, dass das den Schaden reduziert. So, gerade auf Welle 10 scheint das super stark zu sein. So, wir machen vorne auf jeden Fall einen Baum hin. Das steht schon mal fest. Hinten dann den Berserker. Hundertprozentig. Schon direkt einen fünften Worker. Der Crawl sollte das locker schaffen. Eine extra rein für die nächste Runde. Drüben können wir genau das gleiche einfach nochmal machen mit dem Crawl. Einfach auf die andere Seite stellen. Sollte ganz gut funktionieren. Blume gebaut. Okay, Blume und Berserker. Sechster Worker am Start. Ich lege hier richtig los. Warpwing. Kann man sicherlich dann auch noch upgraden. Zum Void Manta. Multiple Stacks. Also kann der noch mehr reduzieren. Der kann noch mehr den Schaden reduzieren. Das ist natürlich fett. Hat auch kein Mana. Verringert den Schaden des Gegners um 3, 4 bei Bossen, addiert sich bis zu 25 Mal. Ach du Scheiße. Das ist schon stark. Horizon.
Oh, es wird knapp. Das wird knapp. Mit 4 Leben geschafft. Sehr gut. Den aufgewertet. Ich könnte jetzt so eine Schnecke reinpacken. Nee. Mach schon Upgrade. Das ist eine Dreier-Schnecke. So, nächster Worker. Nummer 8. Nicht lang. So, jetzt platzieren wir hier den mal. Hat eine gute Reichweite. Okay, alles verkauft für den Bananenbaum. Sicherlich auch nicht schlecht. Die scheinen wirklich super stark zu sein, wenn die den Schaden reduzieren. Ja, dann kriegen dann, es kommt dann gar kein Schaden mehr raus, weil die alles abwehren. Und alles verringern. Haha. Wegen einer Turtle. Doppel-Echse. Wir bauen noch einen. Können ruhig 2 Blöcke noch gehen. Okay, der Sack ist weg. Jetzt geht's an die Blumen ran. Hat auch eine Wurzelqualle platziert gehabt. Sieht gut aus, sieht gut aus. 4 durchgekommen. An den King ran, sehr schön. So, was machen wir jetzt? Wir könnten den upgraden. So sieht es doch gut aus. Fette Schnecke. Eine 6er Schnecke. Das springt hin und her.
Das ist das. Holy shit! Das steht ja gar nicht da! Dass das so abprallt. Ah, das ist ja richtig okay, wenn du jetzt noch da, wenn du dazu dann auch noch Elementar hast, dann ist over. Ach du Scheiße. Wir warten anscheinend. Oder auch nicht. Aber dann ist ja wirklich over, wenn du die. Komm, wir werten den schon mal auf. Wenn du wirklich die mit Elementar oder Pyrus oder beiden kombinierst, dann ist ja Schluss. Dann ist einfach Feierabend. Alter, es prallt ja so ab hin und her. Das ist schon krass. Das sollte vielleicht nicht alles ausgeben. Ich brauche den Berserker. Auf jeden Fall den Berserker jetzt für den Boss auf der 10. Hätten wir erst den Kino ein bisschen auf. Das war schon der Bananenbaum und jetzt der Wächter der Meere. Okay, es hält noch relativ kurz. Das muss man schon sagen. Also sie hat jetzt 3 aus Deck, 4 aus Deck. Aber wenn man ganz viele davon baut, ist das natürlich saftig. Jetzt haben die auch nur eins hier gehabt, aber wenn mehrere da sind, das bounced ja so. Das ist schon abartig. Wir werden ihn pulverisieren. Da bin ich, glaube ich, gut dabei. Hat auch Pulverisieren auf seinen Berserker gemacht. Er hat jetzt ein Millennium noch stehen mit dem Crab Lord. Lass mich mal schauen. Stichschaden, magischer Schaden. Auf zu work. Consider it done. So, wir können ihn aufwerten.
Und das reicht. Metzger noch, wäre auch nicht schlecht. Aber jetzt habe ich den Wächter der Meere schon da stehen. Den nehmen wir mit. Und ihn noch. Jetzt können wir magischen Schaden mit reinschicken. Nochmal zwei Drachen. Also einen größeren. Berserker aufbauen. Vier Worker holen. Und da bin ich schon gut bedient. 270 für den. Okay, kriegt zwei zusätzliche Stacks, wenn man den aufgewertet hat. Jetzt kommt hier der Dreierdrache. Der sollte mir schon was bringen. Oh! Eine fette Blut. Ja, er hat es überstanden. Ich aber auch. Die ganzen Crablords da drüben. Sehr gut, mehr Zeit. Damit ich noch mehr Kanonenschützen holen kann. So, Hexen sind drin. Wir jetzt die beiden upgraden. Und einfach noch einbauen. Das klingt doch gut. Dann haben wir den direkten Vergleich. 900 Leben, 84 Universalschaden, 285. 30 und 2500 Leben. Er hat mir 640 geschickt. Alter, die hat schon mega viel Schaden. Die Vierer. Holy shit. Der Packleader ist aber auch nicht ohne. Den werde ich nicht schaffen. Der ist zu stark. Wieder war einfach zu fett. Also der Unterschied zwischen 240 und 640 ist schon brutal.
Da kommen die dicken Dinos. Das wird der Send sein, einfach vor der Welle, also vor der Bauphase. Okay, fast des Todes. Es sind eine Menge Spawns dabei. Eine Menge Spawns. Ich werde jetzt einfach noch einen bauen. Zack. Der Worker pushen. Ich auf 17 verschicken. Das ist Stichschaden. Ist gut gegen den magischen Schaden, den er viel hat. Kannst du die ganze Zeit schon mitspielen? Holy shit. Dann ordentlich reinhauen. Aber den konnte ich jetzt nicht blocken. So, wir brauchen Stich. Stich haben wir ganz gut. Wir machen Seeschlangen. Yes, my lord. Not enough gold. Not enough material. Haben wir noch einen dicken Robo rein. Nach der Robo komplett raus. Gut, dass ich diesmal ein bisschen mehr gebaut habe. Jetzt sieht man, wie das ist, wenn man einen fetten Pack-Leader abkriegt. Hat er verdient. Die dicken Dinger sind durchgekommen. So, den werte ich auf. Brauchen noch ganz viele von denen. Und das sollte reichen. Ich habe auch 106 Worker. Von daher
gehe ich mal von aus, dass ich jetzt keine unbedingt noch mal extra brauche. Der Fanpack wieder gekriegt. 5er. Hat 10.000 Leben. Minus 50, ey, die haben die 25er Stacks voll. Holy shit. Da holen wir noch ein paar. Ach du Scheiße. 99 Piepen. Also mehr. Er hat mehr gehabt. Die machen wir weg, diesen Shit. Also mir ist der Schnurz. So, Goldwerfer, piepen. Aber wir sollten doch langsam sammeln. Dass wir genug zur Verfügung haben, die wegzuquetschen. Holy shit, wie viele sind das? Zu viele. Sind auf jeden Fall zu viele. Ich brauche ja noch einen Baum wegen. Wir können auch hier einfach noch weiter. Berserker bauen, ihn upgraden. Akkurat, auf jeden Fall. Oh, der wird hier weggemacht. Gar kein Problem. Alter, der hat 3000. 3000 plus. Auch ganz viele Eier noch hingestellt. So, dann gucken wir mal. Welle 21 ist ja schon mal nicht schlecht. Ich denke mal, wir werden auf 23 oder so schicken. Hat ganz viele Hydras. Berserker. Ah ja, hat er noch. Na, die sind erstmal kein Problem. Das ist übel schnell weg. Mach um minus 50 Damage.
Dann mache ich doch glatt mit. Eine absolut fette Dreieinigkeit. Okay, kann man nicht upgraden. Können auch Berserk einstellen. Und Schluss. Hexe mache ich rein. Zweieinhalbtausend. Oh, holy shit, das ist also ein Achter. Hat noch Wichtel geschickt. Hat für mir 3000 bekommen. Der ist übelst schnell zu holen. Ich werde es auch nicht schaffen, aber ich habe wesentlich länger durchgehalten als der andere. Er hält hier wahrscheinlich noch mit seinem 6er-Kraken mit 45.000 Leben. Da kommen die dicken Dinger an. Da sind zwei dran. Hier ist noch, glaube ich, nur einer dran. Aber das reicht schon. Victory. Holy shit, diese riesigen Geräte. Aber die Manta sind echt nicht schlecht. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei an, wie es mit vorbei ist. Ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.